23. November, 24. Runde in der National League. Guten Abend miteinander, das ist das Backcheck auf MySports. Das ist der Rückblick auf die 6er- und Vollrunde in der National League mit dem Thomas Walser, mit dem Daniel Steiner, unseren Hockey-Experten, und dann auch mit dem Franco Kohlenberg, unserem heutigen Gast, dem Verteidiger vom HC Thurgau. Guten Abend miteinander. Wir haben auch drei Derbys, die im Gang sind. Und zu allen Derbys haben je unsere Jungs am Tisch eine gute Story dazu. Thomas, bei dir? Ja, bei mir ist nicht Lago Maggiore, sondern Lago di Ambri. Leider hat es getropft und nochmal getropft. Das ist ein Lago Mio. Lago Mio, genau. Nein, es gibt oberhalb von Ambri ein Lago di Prato, ganz ein schöner See, aber der hat sich heute wirklich wiedergefunden in der Valascia. Und eigentlich ein bisschen traurig, dass im Jahr 2019 dass er so weit kann gehen, in einer National League Eishalle. Und es wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn das Spiel unter Umständen gar nicht hätte können abpfiffen werden. Aber sie haben sich nichts anmerken lassen, das muss man schon sagen, oder? Sie das machen immer sie, schön und das machen sie immer so in Ambri, sie lassen sich nichts anmerken. Ich meinte ja auch, Ambri hat schon zweimal eine Ausnahmebewilligung bekommen, dass sie eben ein bisschen länger Zeit haben, um ein Stadion zu bauen. Ja, ich hoffe, es klappt jetzt dann irgendwann mit dieser neuen Arena. Also auf jeden Fall ist gespielt worden und es hat dann auch weiterhin während dem Match immer mal wieder so Wasserlachen gehabt auf dem Eis. Aber da hat man sich eben, wie gesagt, nichts anmerken lassen. Auch das Spiel hat stattgefunden. Genauso auch wie das Le Mans Derby, und das hat geheißen Lausanne gegen Servette, Dani. Ja, Henrik Tömmernes ist mein Highlight vom Abend. Er hat das Spiel gedreht mit seinem Penalty, sackstark gemacht, hat den Goalie richtig verladen. Und der Goalie ist nicht irgendjemand, sondern der Tobias Stefan. Wenn er ihn da lassen lässt, ist natürlich erste Klasse. Das ist das Penalty-Goal von Genf auswärts gegen Lausanne. Auch eine Story heute Abend, genauso wie das Zähringen-Derby Fribourg gegen Bern. Bern versucht sich irgendwie aus dieser Krise rauszubefreien, Franco, aber hat nicht sollen sein. Ja, genau. Eben. Sie haben viel Aufwand betrieben wieder heute, aus dem wenig gemacht. Fribourg hat umgekehrt wenig Chancen gehabt, aber schnörkellos, wie man jetzt hier sieht, Sprunger Bückhoff zu 3-1. Das war ein bisschen der Killer, weil Bern ist gerade zurückgekommen vorher und ja, so wird es durch eine unverständliche Szene dort, auch vor dem Goal in der Entstehung, ja, haben sie da einen sehr hohen Preis jetzt wieder gezahlt. Drei Geschichten zu dieser 24. Runde. Wir schauen jetzt alle Spiele an. Und zwar das Wichtigste daraus herausfangen hier mit dem Zähringer Derby Fribourg gegen Bern. Und das hier ist 1-0 aus dieser Partie raus vom Kilian Motte. Und es ist ein Goal, das so weiss geht, nicht jeden Tag fällt. 50 Minuten von dort gibt es normalerweise nicht ein Goal. Ja, ist ja der Ursprung eigentlich in der Zone von Fribourg. Gibt einen hohen Lapp. Der Kilian Motte kann den Untersander überlaufen. Und wie du sagst, ist ganz im Ecke. Schön, dass er den Mut hat, um von dort zu schiessen. Aber er darf nicht rein, so einen klaren Goalie-Fehler. Die Schiedsrichter haben sich das Ganze noch einmal angeschaut. Man sieht aber jetzt hier in der Verlangsamung, dass der Puck drinnen ist, dass er dann auch unter dem Netz ist, im Goal rein. Da sieht man es gut. Über Goalkamera ab der nächsten Saison obligatorisch in Fribourg, im Moment noch nicht in Betrieb, in der Baustelle in der BCF Arena. Darum eben, das sind die Bilder, die dann gleich aufschlüsseln, dass das ein Goal war. Ein 1-0, das ausgebaut werden kann vom Sandro Schmid, und zwar in der 12. Minute. Sein allererster Goal in der National League, der junge Stürmer von Fribourg mit dem Ablenken. Ja, herrliche Bulli-Variante. Das Bulli wird gewonnen. Einstudiert, Wandtimer sozusagen, sofort abgeschlossen mit sehr viel Verkehr direkt vor dem Bulli. Und Sandro hat da das glückliche Händchen. Die 12. Minute war das und dann war es eine 2-0-Führung. Bern aber mit der Antwort von Marc Arcobello. Der trifft in der 24. Eigentlich ist da alles wieder, also mehr oder weniger okay, oder? Bern mit dem Lebenszeichen, Bern wieder dran und das Vorspielhälfte. Genau, schön auch die Vorarbeit vom Vincent, der Geduld hat, den Puck, die Ruhe leitet sich schön über, und die Schusstechnik von Marco Bello, wo da so recht ansatzlos, ja, den Puck in die Masche haut und verdient dort den Anschluss erzielt. Nach dem Niklas Schleglas auch der Reto Berro, der muss hinter sich langen, aber nachher sind wir dann schon wieder auf der Gegenseite. 2 Minuten später, das ist das Goal von André Bückhoff, eben das, was Franco Kohlenberg vorher angesprochen hat, der Puckverlust von Kalle Andersson und dann der Gegenangriff. Ja, dann geht es blitzschnell. Doppelpass mit dem Sprunger. Sprunger, der normalerweise schießt aus jeder Lage. Aber da sein Kollege, der Bückhoff, sehr schön einsetzt. Da gibt es natürlich nicht mehr zu haben.
Aus Berner Sicht natürlich ein bisschen unglücklich, dass man dort schlechte Entscheidungen trifft und erst in so eine Überzahlsituation reinkommt. Wieder eine 2-Goal-Führung für das Heimteam für Fribourg-Gottéron. Denen läuft es unter dem neuen Coaching-Staff definitiv immer mehr. Kommt man da zu den Leuten, kommt man auch Richtung Mittelfeld der Tabelle. Das gilt vor allem dann auch heute nach dem Sieg. 4-1 kommt da vom Samuel Walser, 51. Ja, sehr schön gespielt, vor allem der Kylian Motte zu Beginn. Hat sehr viel Energie heute Abend gehabt. Ist hinter dem Goal durchgekommen, leitet sie auf der Rossi. Der Rossi kommt das zweite Mal hinter dem Goal durch. Samuel Walser allein vor dem Goal und versteckt sie nach einem sehr schönen Backhand. Das da ist das Goal, das wir uns in diesen Bildern anschauen. Nachher dann auch noch in den Wort und im Bild von Daniel Steiner. Ja, die Woche ist das Thema Fit for Success. Das heisst so viel wie, wenn man mehr Energie hat, dann macht man auch keine Fehler. Das ist jetzt bei 4-1 überhaupt nicht der Fall gewesen. Also die Leader Arcobello, Praplo und Moser, wenn wir jetzt hier einsteigen, muss man wissen, dass sie hier bereits zum zweiten Mal angreifen. Lass jetzt einfach mal laufen. Sie haben hier schon eine Offensivaktion gehabt, sie wieder in die Defensive zurück und jetzt nochmal in die Offensive. Also sie übertreiben sie ein bisschen mit der Einsatzzeit. Zu diesem Zeitpunkt sind sie schon über 45 Sekunden auf dem Eis. Und wenn man 45 Sekunden auf dem Eis ist und man hier muss backchecken, wie man den Brabplan hier sieht, wird es natürlich umso schwieriger. Zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Fribourg attackiert, sind sie bereits fast eine Minute auf dem Eis und das Goal ist noch nicht gefallen. Also die Beine sind müde und dann wird es recht schwierig, zum Defensivarbeit zu leisten. Und so ist es dann also zu dieser Szene gekommen. Danke vielmals für die Aufschlüsselung davon. Es war 4-1 gewesen. Der Empty Netter gibt es noch oben drauf zum 5-1. Ein deutliches Resultat für Fribourg-Gottéron. Ich glaube, wenn wir das für Fribourg noch sagen wollen, also da steht man hervorragend da. Das letzte 8 Spiele hat man 7-mal gewinnen können. Auf der anderen Seite sieht die Bilanz ganz anders aus, und zwar beim SC Bern. 7 Spiele, 6 Niederlagen. Die 6, die kommt jetzt oben drauf und die werden wir jetzt auch in Wort hören. Der Ramon Untersand Stopp im Lars Ney. Ja, Ramon Untersander, null Punkte Wochenende. Heute sind es, glaube ich, ein bisschen die Eigenfehler gewesen, die den Ausschlag gegeben haben. Wie sehr nervt das? Ja, es nervt extrem. In letzter Zeit sind es immer so kleine Sachen, die viele Eigenfehler, die sich summieren. Und, es ist irgendwann, sollte es mal gut sein, man sollte daraus lernen und Schritt vorwärts machen. Aber haben wir wieder nicht gemacht. Wir müssen langsam aufwachen. Sie sind Assistant-Captain. Welche Probleme kann man oder muss man jetzt auch angehen, dass man am Dienstag in Davos wieder zu Punkten gelangt? Ich glaube mental vor allem. Ich glaube, es ist am Selbstvertrauen, nur am Mentalen. Ich glaube, jeder weiß, was er eigentlich könnte. Wir haben die Fähigkeit in der Mannschaft, aber wir bringen sie nicht auf die Saison. Ich glaube, das Mentale müssen wir sicher anschauen. Danke vielmals. Merci. Merci auch. Etwas müssen wir aufgreifen, was er sagt. Jetzt müssen wir langsam aufwachen. Ich glaube, das ist die Untertreibung im Moment. Also ich weiß schon, was er meint, oder? Aber ich glaube, sie müssen dringend aufwachen. Es ist natürlich schwierig, so Aussagen nach einem Match zu machen, oder? Ich wollte auch nicht daran aufhängen. Ja, aber das haben wir nicht parat. Man muss langsam aufwachen. Also das Aufwachen ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja, wenn du das Spiel heute mitverfolgt hast, was hast du das Gefühl, ist das Hauptproblem? Weil wir haben es vor dem Spiel gesagt, es ist noch schwierig, das irgendwo festzumachen. Ja. Wo siehst du es jetzt am ehesten? Man kann Situationen rauspicken, wie vorhin in der Analyse, dass zum Beispiel Leader Leader sein und auch Goal machen, aber wenn sie dann über eine Minute auf dem Eis sind und dann einen kassieren, ist das dann noch wieder kontraproduktiv. Kalle Andersen, ein gestandener Verteidiger, der sich bewährt hat im Kader vom SCB, die Situation falsch wahrnimmt und individuelle Fehler macht. Und es summiert sich natürlich. Ich glaube, vielleicht sind im Coach auch ein bisschen die Hände gebunden, weil auch der Spieler verletzt sind, dass er dort nicht irgendwie kann Druck machen auf die Spieler, die effektiv spielen. Also das ist sicher so, oder? Die 7 Absenzen, die 7 Stammspieler, die fehlen, die wollen wir nicht unterschlagen. Was wir aber auch müssen sagen, und es geht nicht um irgendwie billige Polemik, aber es geht darum, es ist schon ziemlich Unruhe aufgekommen bei den Fans nach einer Niederlagenserie, dann hat man mal gegen den Z können gewinnen. Und jetzt kommt man aber wieder in das alte gleiche Fahrwasser. Was hast du das Gefühl, wie gross wird der Druck auf die Clubführung? Eben vielleicht auch auf den Coach? Ich glaube, der Druck ist sehr gross. Also, er muss auch sehr gross sein. Ich habe wirklich höchsten Respekt vom Jalonen mit diesen 2 Meistertiteln. Aber vielleicht ist es effektiv auch so, dass es jetzt einfach Zeit ist oder Zeit wäre, um den Trainer zu wechseln. Wir wissen, der Trainer ist immer das schwächste Glied am Schluss. Er hat einen super Job gemacht. Aber das gibt es auch sonst oftmals, dass man dann irgendwann einfach einen Cut machen muss. Und ich glaube,
Er hat in der Vergangenheit wirklich einen sehr guten Job gemacht. Aber jetzt, in diesem Kader, gibt es schon den einen oder anderen Spieler, der wahrscheinlich schon sehr schwierig ist, in ein System einzubauen. Ich denke an Inti Pestoni, der jetzt hier nicht mehr spielt. Auch an Praplo, das sind Spieler, die Freiheiten brauchen. Und ich bin zu weit weg. Aber ich glaube, die Freiheiten, die will der Coach, der Jalonen, von seinem Typ her denen gar nicht geben. Und ich meine... Gut, der Erfolg gibt ihm auch recht bis jetzt, oder? Bis jetzt hat es ihm recht gegeben, aber jetzt funktioniert das vielleicht nicht. Oder nicht mehr, mit den Jungs, die dort sind. Und ich habe dann heute, als ich hier gefahren bin, habe ich ein bisschen zurückgedacht und bin 2015 in den Sinn gekommen, habe auf einmal an Lars Leuenberger gedacht. Also da wäre eigentlich einer, der schon in der Organisation ist, der heiss ist. Also das hat man schon 2-3 Mal gelesen. Der müsste nicht einmal ein Personalblatt ausfüllen. Der müsste eigentlich nur vom Büro runterlaufen in die Trainergarderobe. Und schon wäre es soweit. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber es kann sein, dass vielleicht der Coach die Mannschaft gar nicht mehr erreicht. Ich habe nicht gedacht, dass wir so weit gehen. Ich habe gesagt, nicht billige Polemik, aber was ich ja will sagen ist... Es sind 7 Spiele, 6 Niederlagen, das sind Fakten. Heute Abend 1-5 Niederlage auswärts gegen Freiburg aus Sicht vom SC Bern, vom amtierenden Meister. Wir gehen zum Spitzenspiel von der 24. Runde. ZSC, der erste gegen den EAC Biel, der zweite. Und das sind die beiden Goal von Garrett Rowe, die wegweisend sind für das Heimteam. 18. und 45. Minute. Zuerst ein Shorthander. Das ist mal das Führungsgoal zu Ende vom ersten Drittel. Habt ihr noch gestaunet im Studio? Ja, sehr schöner Pass von Pio Sutter und eine Direktabnahme. Mustergültiges 2-1. Ja, und es zeigt auch einfach bei dieser Mannschaft Zürich, wie der Rowe wichtig ist. Er ist verletzungsmässig ausgefallen gegen Bern, ist jetzt zurück und kann gerade so reagieren. Und das zweite Mal nochmal genau gleich. Er macht das, was ein Stürmer muss machen, kommt in die Zone rein. Und ist eben wirklich so ein ausländischer Stürmer, der weiss, dass man muss Druck machen aufs Goal. Und schon hat er innerhalb von kürzester Zeit 2 Goal auf dem Konto, heute Abend wieder. Und das war die 45. Minute, wo dann aber Biel noch mal eine Antwort drauf hat. Und zwar gut 7 Minuten später. Es war der Marc-Antoine Pouliot, der dann für Biel hat können treffen, das einmal der Garrett Rowe mit seinem 8. Saisongoal. Und das eben dann das erste Mal, wo der Joni Ortio geschlagen ist, der Ersatzkeeper bei der ZSC Lions. Ja, da der Pouliot so ein bisschen aus einem Broken Play raus, wie man sagt. Aber auch da wieder, er ist ein Goalgetter, ist in seinem Office und hellwach, ist bereit, wenn die Scheibe auf seinen Stock kommt und drückt da ansatzlos ab. Und es ist nochmal Hoffnung aufgekommen für den EAC Biel, aber nicht für allzu lang. Dennis Hollenstein macht da den Deckel drauf, Powerplay-Goal von ihm, 56. 3-1, Schlussstand. Ja, die Scheibe kommt da aufs Goal, Powerplay ist sehr wichtig, dass man die Scheibe durchbringt. Dass es kein Block die Scheibe ist. Ein Riesen haben wir an die Pfosten und die Pfanne fertig dort zum Verwandeln. Das ist dann die Entscheidung. Das ist dann also das letzte Goal in dieser Partie. Mit einem Matchwinner, 2 Goal hat er gemacht. Wir werden jetzt auch hören beim Joel Mischer nach dieser Partie. ZSC gegen den EAC Biel. Well, Garrett Joe, that was a whole lot of work tonight. Yeah, it's a top team on the other side. It's 1-2 tonight, so. It was a big battle for us, especially after the last couple of games. And then last night we thought we had a hard-fought battle and we kind of gave another one to Zug. So we wanted to get back here tonight and play as best we can and get 3 points out of the weekend. You've lost yesterday against Zug. How hard is it to come back 24 hours later against a team like Biel? I mean, it's not hard to come back. It's you're excited to play again after the result last night. So. Especially Biel coming in, like I said, they're a top team, and we know it's going to be a hard-fought game, and it was, and just till the very end, we pulled it out. But for the most part, it was a close game, and we played the way we wanted to, and we're happy to get 3 right now. Thanks a lot. Das war eine Niederlagenserie, die man bis jetzt noch nicht kennt hat bei der ZSC Lions. 2 Mal hintereinander verloren gehabt. Jetzt ist es umso wichtiger gewesen, wie er sagte, Garrett Rowe, dass man heute Abend durch harten Kampf und eine gute Arbeitseinstellung eben zu dem Sieg ist im Spitzenspiel gegen den EHC Biel. Wie sehr hat das für euch nochmal aufgezeigt, wer da ganz oben wird mitmischen? Vielleicht eben auch, wenn wir über die Quali-Hälfte ausdenken. Ja, Zürich ist für mich schon, also man ist schon dort oben anzusiedeln. Die machen extrem Freude, diese Saison. Ich glaube auch unter dem neuen Coach, wo man die Handschrift klarer kennt, der strahlt für mich etwas extremes
extreme Aura aus. Ich glaube, das stellt auf die Mannschaft aus. Die werden sicher dort oben bleiben. Biel hat im Moment ein bisschen viel Absenzen auch, wo man merkt, dass nicht das ein bisschen wehtut, aber für mich sicher auch gehören so ein bisschen zu dieser Spitzengruppe dazu. Das nach dem 3:1 im Spitzenspiel von der Runde ZSC Günz gegen den EHC Biel. Wir gehen zum Spiel Lausanne gegen Servette, einem weiteren Derby heute am Abend. Beim Stand von 2:0 gehen wir rein. Lausanne hat geführt, dank Kenins und Herren. Und dann ist das der Anfang vom dritten Drittel. Ja, da kommt der Eric Fair, aber ziemlich allein vor dem Tobias Stefan zum Abschluss. Ja, das ist einfach einiges mehr, wo man dort den blauen Chipper nicht rausbringt. Ärgerlich für Lausanne. Und dann geht es blitzschnell. Der Fair nimmt da die Situation am schnellsten wahr. Es gibt sich eine gute Position und schließt dann gekonnt ab. Das ist der Penalty von Henrik Tümmenes. 45. Minute, 2:2. Ja, er ist bekannt, dass er verschiedene Moveset, wenn er zum Penaltyschüssen anläuft, aber der hier Backhand ist eigentlich so 100%, gibt es ja nie, aber wirklich sehr nahe 100%. Also der Move hat wirklich sehr, sehr gut im Griff, sehr schön gemacht. Das war 2:2 gewesen. Und dann sind wir in der Verlängerung in dieser Partie und bei einem ja doch halt ein glücklichen Goal für den Noah Roth und für Servette. Ja, es ist ein glückliches Goal, aber das Goal ist so ein bisschen symptomatisch. Die drei, die hier für mich sind, Roth, Tümmernes und Richard, haben vorhin etwa 35 Sekunden in der Offensivzone von Lausanne gespielt und so abgeklärt, so ruhig, also wirklich sensationell rausgespielt und darum mehr als verdient, dass sie so eigentlich das können abschliessen am Schluss. Danu, ich bleibe dabei, ich staune immer wieder, kann man schauen, wir müssen auf die Tabelle schauen. Genf ist in der Top 3 mit 40 Punkten aus 24 Spielen. Hättest du es gegeben? Niemand hat das gegeben, sind wir ehrlich, oder? Was Davos und Genf die Saison zeigt, wo man sieht, wo sie herkommen von letzter Saison. Trainer wechseln, Umstrukturierungen, muss man wirklich den Hut ziehen. Das Hockey, das in Genf gespielt wird, ist sehr attraktiv. Aber auch Spieler, die Spektakel bieten. Es ist nicht eine Mannschaft, die einfach nur defensiv schafft. Und, das ist vielleicht etwas, was sie in Bern noch brauchen könnten, ein bisschen mehr Spektakel vorhin. Es hat für Servette wieder geklappt. 3:2 nach Verlängerung gegen Lausanne im Le Mans Derby. Dann gehen wir zum Spiel Tigers gegen den EV Zug. 1:1 der Spielstand war nach dem ersten Drittel. Und dann kommt die 25. Minute. Powerplay-Situation ausgenutzt für die SCL Tigers vor eigenem Publikum. Das ist der Chris Di Domenico. Ja, sehr schön gespielt. Di Domenico kommt tief, sieht die Personen. Der Böck geht zurück zu Di Domenico. Der Thierry steht eigentlich dazwischen. Aber eigentlich in dem Moment, wo er bremst, kommt der Pass schon wieder. Und dann hat er einen sehr, sehr schönen Hochreck können platzieren. Also sehr, sehr gut gespielt. Luca Hollenstein geschlagen, der 19-jährige Mann, der auch heute für den Leonardo Cennoni zum Zug kommt, weil der ja verletzt ausfällt. Das da ist der Rafael Diaz, 32. nach Spielhälfte 2:2. Ja, der Raffi Diaz, gell, ist bekannt für seine Rushes gegen vorne, die er macht. Er ist extrem wertvoll vom Zug. So der Druck von hinten und da einmal mehr hat er das richtige Näschen für den richtigen Moment und zieht da schön rein. Ja. Ja, noch frech vorbei am Damiano Ciaccia zum 2:2. Und dann nachher sind wir dann im dritten Drittel angekommen, wo die Entscheidung fällt. Und zwar durch das erste Saisongoal von Dario Meier. Das hier ist das 3:2, das ist die Entscheidung. Und das heisst also, Zug gewinnt nach dem Sieg gestern gegen den Z auch heute Abend. Er hat sehr gut Druck aufs Goal gemacht, aber 50% von dem Goal gehört sicher an Dario Simeon, der es sehr gut ihn kann lossieren und Tigers in dem Moment einen Schritt Sport. Das ist der Matchwinner in dieser Partie, den wir jetzt auch hören im Interview beim Andreas Hagmann. Dario Meier, das zweite Spiel für EV Zug. Das Game-Winning-Goal, klar, es war wie ein Eigen-Goal. Trotzdem, wie hat er selber das ganze Goal gesehen? Ja, ein wunderschöner Pass von Dario Simeon. Und nachher gesehen, dass ich fast das leere Goal habe. Und gleich töpfe irgendwie der Goalie, aber umso schöner ist er halt noch gleich rein. Schade, es ist eine ganz einfache Situation in der Saison. Zuerst ein bisschen zu Davos und jetzt in Zug. Man hat das Gefühl, schon die zwei Spiele, die ihr absolviert habt, enorm gut habt ihr euch reingefunden in das System. Wie ist euch selber das Gefühl hier in Zug? Ja, ich glaube, ich bin super aufgenommen worden. Das ist einfach mal das Wichtigste. Und nachher, ich habe viel Eiszeit bekommen, 5-5. Und das gibt halt Selbstvertrauen, wenn es dann auch noch klappt, wenn man gewinnt. Oder? Und im Moment bin ich zufrieden, wie es gerade ist. Ja. Danke.
Ja, das kann ich mir durchaus noch vorstellen, oder? Also da wäre ich auch nicht ganz unhappy, wenn das gerade so läuft, auf Anhieb. Ja, das ist ein relativ steiler Weg, den er jetzt hier diese Saison hergelegt hat. Und es ist immer schön, eben, wenn junge Spieler sich so in Szene setzen und die Entwicklungsschritt machen. Absolut, vielleicht kann er auch ein Buch schreiben, in einer Saison durch den Gotthard. Also wirklich von Biasca zum EV Zug, zu einem Spitzenverein, das ist wahrscheinlich etwas, was sich jeder Spieler wünscht. Ja, und was sich Zug wünscht, ich glaube, das ist schon das, was man jetzt sieht, sie können auf einmal wieder defensiv spielen. Wir haben es gestern schon angesprochen, sie haben wieder nur ein Gegengol bekommen mit dem Luca Hollenstein, mit dem 19-jährigen Goalie. Thomas, es ist schon noch faszinierend. Also es hat so viel Gegengol gegeben, dann hat es vor einer Woche die Aussprache gegeben zwischen dem Team und dem Coaching-Staff und jetzt funktioniert es auf einmal. Wieso hast du jetzt so explizit betont mit dem Luca Hollenstein? Ja, jetzt weil ist Zeit für Polemik. Ich weiß nicht, kommt jetzt Polemik oder wie? Nein, überhaupt nicht. Also eine Aussprache, keine Ahnung, was in dieser Aussprache besprochen, aber schlussendlich weiß ja jeder, dass eigentlich Defense first. Und dann geht man in die Offensive. Jetzt kann man aber sagen, wenn du sagst, Luca Hollenstein, dass vielleicht eben nach wie vor so ist. Wir haben das früher schon tausendmal diskutiert. Wenn man den Genoni im Goal hat, ja, dann kann man vorne ein bisschen locker lässig. Dann hat man den Gregory Hoffmann geholt. Der schiesst ja seine Goal sowieso, hat ja auch schon 16. Aber nur schon dann, wenn man einen Millimeter nachlässt, dann funktioniert es nicht. Und jetzt würde ich dich noch mal fragen, wenn du vom Luca Hollenstein redest, ob es dann könnte sein, dass die Spieler das Gefühl haben, wenn eben der Genoni nicht im Goal ist, sondern jetzt, Luca Hollenstein, dann spielen sie noch ein bisschen besser. Du weißt genau, warum ich es so betont habe. Weil für mich liegt die Vermutung sehr nahe, oder? Dass man sich zu Recht wahrscheinlich sagt, hey, da hinten ist der Genoni. Der hat alles geschafft, gerade in der letzten Saison wieder unter Beweis gestellt, was für ein grossartiger Goalie er ist, dass ich dann eben anders ins Spiel gehe, als wenn hinten Luca Hollenstein steht. Das ist meine Vermutung. Ja, ich würde sagen, also, der Luca Hollenstein ist ja so oder so ein sehr guter Goalie. Also, Zug hat das jetzt extrem clever gemacht. Über den Genoni müssen wir nicht reden. Das ist auch sehr ein guter Goalie. Ich glaube mehr, es ist bei Teams, die ganz klare Nummer 1 haben und dann das 1 nicht spielt und dann kommt das 2, sprich eben auch ganz klare Nummer 2, dann kann das schon so sein, dass man dann sagt, du, jetzt müssen wir vielleicht noch einmal mehr in den Schuss legen. Ich würde noch etwas dazu sagen. Ist der Thomas fertig, oder? Bist du froh, wenn der jemand das Wort übernimmt? Es ist natürlich eine schöne Vermutung, aber da stellen wir die Intelligenz des Staff und von der Defensive von Zug in Frage stellen. Also es ist eine einfache Erklärung. Oh, jetzt ist der zweite Goalie im Goal, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Das lasse ich nicht unbedingt zählen. Ja, stopp. Ich habe jetzt gesagt, eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2. Ja. Für mich ist im Zug nicht eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2. Nummer 1. Wir wissen, glaube alle, heutzutage 50 Spiele in der Qualifikation. Ja. Champions League, Cup, Spengler Cup, Nationalmannschaft, kein Goalie spielt mehr 50 Match. Ich sage, Zug war sehr clever, dass sie mit dem Luca Hollenstein einen Goalie, nicht, ich sage jetzt extra nicht einen zweiten, einen Goalie neben dem Genoni haben, der verhebt. Ich würde nur sagen, ein Club, der eine klare Nummer 1 hat und eine klare Nummer 2, dort ist es wahrscheinlich dann schon so im ersten Match, wenn es einen Schock gibt und Nummer 1 ist verletzt und eben die klare Nummer 2 kommt rein, dass man ein bisschen mehr hinein steht. Das ist meine Aussage. Absolut. Und nicht Zug. Absolut. Das wird die klar. Noch schnell zum Abschliessen. Ich glaube, dass man einfach gut analysiert, gutes Videostudium macht und an dem Defensivkonzept weiterschafft und dass dann das früher oder später eingehalten wird und belohnt wird und man sich da steigert. Franco, willst du etwas dazu sagen, oder? Ja, traust dich noch? Ja, nein. Ich habe das Gefühl, dass viel schnell ab und zu einfach auf den Goalie gezeigt wird. Oder? Ich tendiere auch jetzt in die Richtung, dass das Defensivverhalten dass auf alle Spieler darauf ankommt. Und, es ist halt verlockend, oder? Goalie-Fehler oder es braucht einen Sündenbock. Aber ich glaube, bei Zug auch. Vielleicht hat das wirklich gefruchtet. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber jemand tut es gut, wenn man sich auskotzt oder ins Gesicht sagt, was muss besser gemacht sein und offen kommuniziert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einen Effekt hatte. Ja. Das also nach der Partie, wo der EV Zug für sich kann entscheiden kann, und zwar auswärts gegen die SCL Tigers von 3-2. Wir gehen zum Tessiner Derby, wo heute Abend auch im Gang ist. Und eben, wir haben Glück gehabt, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat, dass wir überhaupt können spielen, weil es doch hier oben reingeregnet hat in der Valascha. Das Spiel hat stattgefunden und ist losgegangen nach einer 1-0-Führung, wo wir euch das Goal zeigen vom Linus Klaassen. Zweite Minute, Scotty Abschall, und dann
sind wir da beim, dann sind wir da gerade nach dem Linus Klassen-Goal beim Matteo Romanenghi in der 22. Minute, Shorthander für Lugano. Ja, es ist ein Shorthander, der Dominik Zwerger verliert den Böck, hohe blaue Linie. Und dann geht es in die andere Richtung und da schön eigentlich der Romanenghi, der hinter dem Goal durchkommt. Ambri hat eigentlich 2-3 Mal Zeit gehabt, um das Goal zu verhindern. Und da sehen wir jetzt aber schon das erste Goal von Matt Agostini. Sehr, sehr schön gemacht. Vorhin haben wir den Romanenghi gelobt. Da steht er in der Box und lässt sich relativ einfach austrippeln. Ja, D'Agostini, das ist ein Genuss, dem zuzuschauen. Er ist einer, der in jedem Moment den Unterschied ausmachen kann, sicher auch mit seiner Keimwaffe am Schuss. Und da sieht man auch die Emotionen, die die Jungs haben. Also dort unten ist etwas gegangen heute. Ja, definitiv. Also das war ein unglaubliches Spiel. Es hat natürlich auch Emotionen geschürt, was wir jetzt uns anschauen. Wenn wir sehen, wie es zu 5+ Spiel durchgekommen ist gegen den Scotty Abschall, der getroffen hat zum 1-0, aber dann eben auch vom Feld verwiesen worden ist. Der Tyler Journey hat sich da verletzt gehabt bei dieser Aktion. So sieht das Ganze aus. Meine Herren. Also auf den ersten Augenblick sind wir nicht böse. Ich glaube, das war einfach ein normaler Check. Und ein bisschen unglücklich für ihn, dass er dort, dass es ihm viel weh gemacht hat. Aber ich sehe es im ersten Augenblick, ich sehe es das erste Mal, muss ich sagen, irgendwie keine Bewegung gross im Kopf. Ja, schließe ich mich zu 100% an. Also ich habe auch das Gefühl, dass es ein regulärer Check war. Hat aber eben gleich die 5+ Spieldauer gegeben und dann auch der Moment, der Schockmoment natürlich auch für den HC Lugano, dass der so wichtige ausländische Verteidiger ausgefallen ist in dieser Schlussphase von dem Derby. Was man auch sagen kann, Lugano schafft es nicht, in dieser 5-minütigen Überzahl ein Goal zu machen. Es ist Ambri, der für die Entscheidung besorgt ist. Und zwar mit der folgenden Szene. Wieder Matt Agostini, der hat schon das 2-2 gemacht, der macht das 3-2 in der 55. So, und jetzt hat das Dach definitiv Löcher, oder? Nach all dem da. Ja, der Matt Agostini letztes Jahr ein bisschen im Schatten gsi vom Kubalik, denkt. Er ist ein sensationeller Spieler, enorm wichtig für einen Ambri. Und hier ist er in seinem Office und ich glaube, er wollte hochschießen und dann geht sie halt da rein, weil sie den Goal ein bisschen falsch gelesen hat oder eben gar nicht können lesen. Und das ist eben manchmal schon so ein bisschen die Qualität von einem Score, dass man einfach mal draufhält und dann schaut, wo sie hergeht. Also, du bist wenigstens ehrlich, dass nicht immer alles genau so geht, wie man es vielleicht mal kommentiert oder mal gedacht hätte. Der Thomas Rothmeier hat nach dem Tessiner Derby eine Reaktion aus der Balasche. Matt Agostini, the fact that Ambri played its first game this week and Lugano its third, in the end, could that been the advantage for Ambri tonight? Yeah, for sure. I thought we played the game we wanted to. We established a high speed, tough forecheck on them, and I thought we played a good game. Before the game, we discussed about this roof here. Did you ever score 2 goals in the rain? In the snow and in the rain, no. It added a little bit to the atmosphere that is the Valascia. So for a derby game, I mean, it was a nice little add-on. Also das Spiel selber, man hätte wählen mit viel Geschwindigkeit, den Gegner auch überfahren, eben am Anfang auch sehr hart vorchecken und Lugano diesbezüglich auch einschnüren, das hat geklappt. Und was er dann sagt, das finde ich noch charmant von ihm, ist eben, also wenn es innen regnet oder innen schneit, dann fände er das eigentlich noch ganz nett, das passt doch zu der Atmosphäre in der Valascia. Irgendwie schon und gleichzeitig, Thomas, ja. Ja, ist ja am Schluss alles gut gegangen. Der Match konnte gespielt werden. Ich habe nichts gehört von einem Spielfeldprotest. Von dem her. Alles gut. Aber jetzt kommt vielleicht noch das Dessert, sondern das warme Wasser, das manchmal ausgeht in der Garderobe. Also wird man noch ein bisschen kalt duschen dann nach dem Match. Du redest schon aus Erfahrung, gell? Aber wir haben ja geredet von Freiburg, der einfach einen Stock aufgebaut hat, im gleichen Platz. Und immer so überlegt, das wäre vielleicht auch noch eine Option. So. Für Ambri die Option gleich noch prüfen, ob es nicht einfach die Valascia, wenn du einen Stock höher baust. Aber das gleiche Dach nachher höher, oder? weil es so zu dieser Atmosphäre gehört. Also ist alles gut gegangen, 3-2-Sieg für Ambri Piotta. Auf der anderen Seite, beim HC Lugano sieht es natürlich anders aus. Gestern hat man gegen die Lakers gewinnen können, hat aber auch gesagt, nach 6 Niederlagen, die es vorher gegeben hat, hat man heute eigentlich einen Sieg holen, gerade zu nachdoppeln. Das hat nicht geklappt. Das können wir, glaube ich, schon noch erwähnen. Für Lugano ist die Situation natürlich auch weiterhin relativ ungemütlich.
Also ich bin ehrlich, hat mehr erwartet die Saison von Lugano. Lugano hat aber sehr, sehr gut in die Saison reingestartet und ist jetzt irgendwie ja, auf die schiefe Bahn gekommen. Und eben schon x-mal diskutiert, wenn du auf dieser Bahn bist, musst du extra Effort leisten und dass du wieder zurückkommst. Und ein Sieg gegen die Lakers ist wahrscheinlich in dieser Situation eher ein Muss daheim. Mhm. Und da musst du natürlich dann schon noch einen oben draufsetzen, was natürlich jetzt nicht gelungen ist. Und es nicht einfacher macht. Ja, weil man hat neben Linus Klaassen und Matteo Romanenghi keine weiteren Goalschütze gehabt. Wir hätten euch natürlich gerne das Goal gezeigt vom Dario Bürgler, vom Stürmer vom HC Lugano, weil das hätte so wunderbar gepasst zu dem, was wir da für euch haben. Und zwar dann am Montag, am Abend aus unserer Rubrik «Back to the Roots». Also dort, wo die National League Stars zurückgehen, an den Ort, wo alles angefangen hat. Dann hat es mal geheißen, wir dürfen im Zug aushelfen. Der Zug hatte irgendwie zu wenig Spieler für ein Turnier und dann sind wir dorthin. Und dort habe ich dann Janik Steinmann und Rafi Diaz erst mal gesehen, Hockey spielen. Und dann haben wir alle da von Seven dann so gedacht, okay, wir sind gleich nicht so gut. Wir waren wirklich einfach noch mal doppelt so gut gewesen. Am Montag am Abend gibt es die ganze Geschichte um 10:30 bei uns auf MySports One über Dario Bürgler. Back to the Roots. Jetzt gehen wir weiter zu Lakers gegen Davos. Das ist das sechste und letzte Spiel, wo wir euch die Highlights daraus zeigen wollen. Selbstverständlich, wenn ihr alle Goal sehen wollt, könnt ihr das wie immer machen bei uns auf mysports.ch. Wir machen das hier ab dem 3-2 von Fabrice Herzog. Das heisst also, die Davoser Führung, die wir haben für euch aus der 41. Der Fabrice Herzog hat schon getroffen zum 2-2, dann eben auch zum 3-2 und das per Shorthand. Ja, das ist sicher eines der schöneren Goals, die er geschossen hat, wahrscheinlich. Nehme jetzt mal an. Er hat einen schönen Stil, macht sich selber den Assist und dann ja, im Stil eines Scorers, Backhand und dann rauf. Ja, aber aus Rappi-Sicht darf das natürlich nicht passieren vom Clark. Der darf nicht so als letztes Mal dort so einen Move probieren im Powerplay. Also, das war die Regel gewesen. Zu einfach gewesen. Nein. Ich glaube, Dominik Egli. Topscorer bei Rapperswil ist ja. Clark, nicht Egli. Was mir auffällt, bevor ihr zwei da euch noch in die Hand gerade. Hört, Ivers, da hat Thomas völlig recht. Danu, es ist alles gut. Ist alles gut. Excuse. Sagen mir, nein, sagen, du hast recht. Aber er ist es ja ein gutes Zeitli gewesen, von dem her kann man es schon mal meinen. Was mir auffällt, ist, heute hat es mindestens 4 Shorthander gegeben. Das war auch einer davon gewesen. Ist es ein reiner Zufall, die Anhäufung in dieser 6. Runde? Oder haben ihr irgendwelche Konzentrationsmängel ausgemacht in den Powerplays? Ich glaube, es ist schon ein bisschen die heutige Zeit, dass man etwas wagt. Spielerisch probiert, Akzent zu setzen. Und auch vielleicht mehr Risiko nimmt und durch das vielleicht auch in falschen Situationen mehr Risiko nimmt. So kann man es auch mal erklären. Aber wie du hast gesagt, ist es sehr ärgerlich, vor allem wenn man ins dritte Drittel geht und erst 20 Sekunden gespielt sind. Ja. Dass er da zu dem Goal von Fabrice Herzog gibt, noch eins oben drauf für den HC Davos. Sieht hervorragend aus mit einem 4-2 von Luca Hischier in der 55. Also noch gut 5 Minuten zu spielen. Der HC mit 2 Goal vorne, Melvin Niffler noch mal geschlagen. Ja, er ist super abgelenkt und chancenlos für den Melvin. Schuss kommt vom Wieser oben runter. Wieder sehr viel Verkehr vor dem Goal. Vor dem Goal wohl steht der Hechler noch von den Lakers. Und sehr, sehr schwierig für den Melvin. Ja, vielleicht noch eine kurze Story zum Luca Hischi. Ich habe noch gegen ihn gespielt in der Swiss League. Eben, das zeigt auch, oder? Wenn einer nicht in Form ist, der Volvo schickt ihn schnell ab. So ein kurzer Denkzettel kann durchaus etwas auslösen. Ich glaube, er hat jetzt irgendwie in den letzten Match einiges an Punkten können sammeln und so seine Spur wieder gefunden. Ja, manchmal Denkzettel, manchmal auch wieder Aufbauarbeit, oder? Aus einer Verletzung raus, all das ist möglich. Und der Luca Hischier ist wieder zurück in der National League und hat zum 4-2 getroffen. Aber da ist Rappi nochmal aufgekommen. Du, noch 1,47 auf die Uhr, wenn man da einsteigt. Und dann fällt da das Goal auf also relativ kuriose Art und Weise. Ja, das 5 gegen 3. Wo da sehr, also sehr gut. Nein, man schießt. Es gibt einen Rebound durch einen Clark, einen Topscorer. Und manchmal ja, ist es halt nicht schön rausgespielt, sondern es gibt irgendwie einen komischen Rebound, der zu einem Goal führt. Unfassbar, oder? Für den Kevin Clark. Also der hat gar nicht gemerkt, dass er da der Letzte war, der noch dran war. Auf jeden Fall ist es 3-4. Dann ist er wieder auf dem Eis und kann wieder jubeln. 4,2 Sekunden Verschluss. Ja gut, Thomas, es ist kein Wunder, wer sie dann macht, oder? Für die Momente ändern. Ja, also das ist ja 3-mal in Overtime. Da kurz 4 Sekunden Verschluss
um überhaupt in Dortheim zu kommen. Er hat einfach das gesunde Selbstvertrauen, er weiss, was er kann. Und logischerweise für uns unglaublich wichtig. Hoffentlich wünsche ich uns alle, dass er gesund bleibt. Und dann wird er uns hoffentlich noch viel Freude bereiten. Sensationelles Goal von ihm. Führt zu der Verlängerung, aber die ist dann relativ schnell beendet. Und zwar in der 62. Minute. Der andere Samuel hat es genug gesehen. Ich glaube, lieber heizu für ihn. Ja, sehr schöne Einzelleistung, wenn er da mit Tempo rumkommt. Und er da die Situation gut wahrnimmt, reinzieht und sie dann sehr schön versteckt. Ja, vor allem, wenn man genau anschaut, er schaut gar nicht zum Goalie, er schaut eigentlich auf seinen Kollegen fürs 2-1 und schiesst dann trotzdem durch die Beine von Melvin. Und das kann nicht jeder. Und das, aber der Bühli hat das schon immer extrem gut gemacht und darum ja, hat es das Goal wieder, wo es am Schluss gegeben. Ja, Bühli, Badi von mir, es ist unglaublich. Nein! Wenn wir das mal sagen. Aber es ist wirklich eine Spielfreude, oder? Es ist, und in dem Alter, wenn er reinzieht, jeder Match da, ist einfach, ja, kann man glaube nicht genug geloben, ja. Macht er nochmal eine WM? Die macht er noch, oder? Also mich musst du nicht fragen, ich habe nie WM gespielt. Aber ja. Ich muss mich auch nicht fragen. Wenn du der Body bist von ihm. Ja. Aber Nazi bist du mal gesehen, oder? Ja, ein paar Turniere. Ja, da bist du sicher. Bevor wir nachher noch mal zum HCD kommen, Thomas, ich habe dich gesehen mitleiden in diesem Spiel. Sie haben 2-1 geführt aus Sicht der Lakers nach dem ersten Drittel. Dann sind der 2-4 hinten, der 55. Kommen 4,2 Sekunden, redet ihr euch in diese Verlängerung rein. Und wunderschön, also reden ist eigentlich ein völlig falsches Wort. Und dann gibt es gleich wieder einen Dämpfer. Wie geht es nach diesen knapp 62 Minuten? Ja, also zuerst hatte ich wirklich Freude, wie du sagst, dass wir wieder einen 2-Goal-Rückstand können aufholen konnten. Also, wir haben einen Punkt, das ist schon mal gut, aber klar ist es ärgerlich, dass wir am Schluss nicht in Overtime noch gewinnen können oder sogar noch ins Penalty schiessen. Aber nochmal, wir sind in der Situation, wo wir sind. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder dort anknüpfen können, wo wir eigentlich vor 3 oder 4 Spielen aufgehört haben. Heute jetzt gleich gegen Davos eigentlich eine ordentliche Leistung. Und mich freut in dieser Mannschaft, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist intakt. Wir haben die Saison wirklich 3 oder 4 Mal einen 3-0 oder eben auch einen 2-0 Rückstand können aufholen. Und ja, ich bin überzeugt, dass es geht in die richtige Richtung, aber wir müssen sicher dranbleiben. Und bei uns, wie wir schon viel diskutiert haben, bei uns muss alles zusammenpassen, dass wir erfolgreich sein können. Wenn einmal eine oder zwei einen Aussetzer haben, dann wird es schwierig. Aber als Team sind wir stark und bin überzeugt, es geht positiv weiter. Auf der anderen Seite beim HC Davos, spektakuläre Serie. Die letzten 10 Spiele, 9 Siege, die man da hat können holen. Heute eben dank ihm, was wir jetzt hören wollen, beim Oliver Franzen. André Samuel, gratulieren für den Sieg. Wenn man so kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert, wie behaltet man den Fokus, um dann in der Overtime dann doch noch den extra Punkt zu holen? Ja, ich glaube, wir haben gewusst, dass wir das Spiel gewinnen weil eigentlich hätten wir schon nach 60 Minuten müssen, weil ja, kurz vor Schluss haben wir ein bisschen blöde Strafe genommen, nachher noch den Ausgleich gepresst. Aber wir sind dran geblieben und haben jetzt zum Glück noch können, den 2 Punkte holen wenigstens. Was auffällt, ist, dass der HCD enorm viele Match gewinnt, die äußerst knapp sind. Also, wenn man die letzte Partie anschaut, die sind alle mit einem Goal Unterschied ausgegangen und ihr gewinnt eigentlich fast immer. Worauf führen Sie das zurück? Ja, ich glaube, jeder hat die gute defensive Einstellung, um auch die Drecksarbeit hinzumachen. Und ich glaube, das ermöglicht uns nachher, zum so enges Spiel dann auch gewinnen. Vielen Dank. Danke. Das also die letzte Reaktion aus dem Stadion. Das ist die Reaktion von Daniel Steiner noch zum HC Davos. Du hast vorher schon gesagt, bei Genf hat es wahrscheinlich niemand so erwartet und bei Davos auch nicht. Ja, also aber also jetzt mittlerweile müssen wir es fast erwarten, nach 10 Spielen und 9 Siegen. Ja, absolut. Ich hatte das Gefühl, für den Volvo wird es schwierig sein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Davos es so schnell wird finden. Also der Volvo ist ein super Trainer und seine ganze Motivationskunst und wie er das Beste aus dem Spieler herausholen kann, war nie in Frage gestellt von mir. Aber ich hatte doch das Gefühl, dass der Umbruch noch ein bisschen länger wird dauern, dass es ein bisschen Zeit braucht, dass der Volvo sein Spiel spielen kann. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass das auch so schnell gehen kann, dass so eine positive Art wie der Volvo hat. Und
und wie man die Spieler kürzen und eben das Beste rausholen kann, dass es so ziemlich schnell gehen kann, bis sich so eine Mannschaft mit dem Selbstvertrauen, mit diesen Sieg im Rücken kann entwickeln. Wenn wir mal schauen, wo das Davos in der Tabelle anführt, der HCD nach dem 5-4-Sieg nach Verlängerung bei Rapperswil, ist das Platz 4 für den HCD. Aber eben achtet darauf, unter Games, also mit Abstand am wenigsten, 18. Ich finde den Auszug eigentlich nach Verlustpunkten immer noch wirklich ziemlich blöd, aber wir können es heute selber ausrechnen. ZSC Lions haben sich einen Vorsprung rausgeholt von 5 Zähler gegenüber am EHC Biel. Und dann haben wir dann noch den HC Lugano gehabt, wo sich noch nicht so recht hat können distanzieren. Heute Abend eben die Niederlage. Das ist der Ausblick, den wir noch haben für euch für morgen. Und zwar sind wir 15.40 Uhr wieder am Pack. Es gibt noch ein Spiel, das ansteht. Das heisst Davos gegen Amri Piotr. Thomas Rottmeier ist für euch dann live vor Ort. Wir gehen jetzt zu den Resultaten der Swiss League. Der Franco Kohlenberg interessiert das eigentlich fast am meisten als Verteidiger vom HC Thurgau, was heute Abend gespielt worden ist. Wir picken uns da vielleicht mal das Spiel aus von Kloten. 2-3 gegen Langenthal. So also auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen, weil Kloten hätte eigentlich wollen, ganz oben, wenn wir jetzt die Tabellen anschauen, vielleicht auch die Führung übernehmen. Ist jetzt aber so natürlich nicht gelungen. Aschua bleibt ein Punkt vor dem EHC Kloten. Und Thurgau nistet sich dort ein auf Platz 4 mit 44 Zählen. Also schau, ich sehe es, fast noch, oder? Ja, darf ich schnell geniessen noch? Jetzt ist fast früher weg. Nein, ich glaube, aber die Tabelle blendet auch ein bisschen. Es ist extrem eng, auch, also eben vorne raus, wegen Kinnen auch. Aber ja, wir sind natürlich schon, wir freuen uns im Moment, dass wir uns dort ein bisschen festbeissen können. Aber für uns heisst es natürlich, den Boden schön spüren und am Montag wieder einen Zeck, dass wir da auch vorne bleiben können. Ja, dass ihr auch bereit sind für euren nächsten Gegner. Der ist im Einsatz, und zwar live bei uns. Am Mittwochabend 19.25, 19.30 Uhr. Das nächste Swiss League Live-Spiel, das dann gezeigt wird vom Lars Ney aus Biasca, die Gina Rockets gegen den EHC Fischb. Und hoffentlich müssen die Rockets noch in die Verlängerung und ins Penalty schiessen. Weil das ist euer nächster Gegner am Freitag, wenn ich es richtig habe. So ist es, ja. Gut, dann weißt du schon, was du am Mittwochabend kannst machen kannst. Du kannst schon den Gegner schon mal studieren bei uns. Das ist hervorragend. Was wir jetzt noch haben zum Abschluss, ist selbstverständlich das Bettmümpfli. Und wir sind wieder zurück bei unserem Stichwort Fitness. Es ist eigentlich nie zu spät, um mit Fitness anfangen, und eigentlich auch nie zu früh. Das ist der Caden. Der ist 9 und wird schon als nächster Connor McDavid gehandelt. Wenn ihr euch anschaut, wie sein Training aussieht, dann wisst ihr warum. Gell, Thomas, wie es bei dir damals ausgesehen hat? Dass du das weißt? Nein, bei mir hat es nicht so ausgesehen. Ich habe ein Garagentor von meiner Nachbarin zwischendurch abgeschossen, aber das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Jetzt in neuer Form bei den Nachbarn. Ja, liebe Ursula, es tut mir so leid, aber trotzdem lieben Dank, dass du da so viel Geduld gehabt hast mit mir. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass du dann auch das erste Spiel bist schauen kannst. Du siehst nur, es hat sich auch gelohnt, dass du dort hast auf das Garagentor schiessen können. 9 und der macht schon so Übungen. Dann und der würdest du gerne zu dir ins Sommertraining holen. Der könntest du noch so richtig. Oder er zeigt dir noch ein paar Übungen, ich weiß nicht. Ja, absolut. In jungen Jahren werden die Weichen gestellt für später. Und wenn man in jungen Jahren schon den richtigen Weg einschlägt, auch wieder Thema Bewegungsqualität. Wir haben sehr viele 10-Jährige, 12-Jährige, die nicht einmal mehr Purzelbaum können. Es ist wirklich erschreckend. Und in der Millennium-Pose sind die sogenannte, weil sie ständig im Handy hängen. Also wenn man da in jungen Jahren wirklich Weichen richtig stellt und gut sich qualitativ bewegt, kommt das dann so raus wie bei ihm. Komm, wir nur noch, damit wir wieder an die Hockeyaner glauben, die Purzelbaum kannst, oder? Purzelbaum, ja, der liegt nicht drin. Gut, super. Danke vielmals, Franco Kohlenberg, schön, dass du bei uns warst. Danke Daniel Steiner und Thomas Walser von unserer Seite. Weiterhin schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.